Okay, dann sage ich nochmal Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Das ist Thomas Winde, ich bin Frank Hofmann und wir werden Ihnen, / euch, heute mal erzählen, was Linux ist. Wir werden ungefähr 40 Minuten brauchen. Ja, kommt rein, wann wir aufhören. Das ist natürlich klar, aber wir gehen natürlich von vielen Fragen aus. Kann schon sein, dass wir noch mehr Zusatz hören. Na sowas. Okay, du darfst die nächste Folie drücken. Was haben wir vor? Wir werden erstmal ein bisschen was zu uns erzählen, dann werden wir erklären, was Linux ist, dann werden wir erklären, was es für einzelne Freiheiten gibt, also welche Freiheiten an der Stelle eine Rolle spielen, und dann werden wir natürlich auch erklären, wie wir Linux im Alltag benutzen und auch noch ein paar Anekdoten einbauen, damit das ein runder Vortrag wird. Also der Frank macht schon seit langem Open-Source-Aktivitäten. Wir zwei haben 2003 kennengelernt auf dem Chemnitzer Linux-Tag und seitdem haben wir schon viele Vorträge und Ähnliches gemacht, Vorträge, Zeitungsartikel und. Und wir haben eben gerade festgestellt, dass es 20 Jahre genau her ist. Wir wollten eigentlich einen Kuchen und ein paar Kerzen mitbringen, aber wir haben es erstmal so. Nein, da kommen noch Plätzchen. Ach so. Psst. Ja, also das ist meine. Virtuell, genau. Virtuell. Aber ich sag kurz was dazu. Also ich habe halt bei diesen mitgeholfen, diese Veranstaltung hier oben stehen können zu Linux-Tage oder auch den Brandenburger Linux-Infotag mit zu organisieren. Das ist halt innerhalb der letzten 20 Jahre mit passiert. Und was sehr viel Arbeit, sehr viel Freude aber auch macht, ist meine Mitwirkung am Debian-Paketmanagement-Buch. Das ist ein Buch, was was beschreibt, wie man mit der Debian-Paketverwaltung arbeitet. Und das ist ein freies Buch. Und es ist auch schon wieder kurios, sind auch schon wieder 10 Jahre, die man da an der Stelle damit arbeitet. Ja. So, ja, muss auch ein bisschen arbeiten. Ja, ein bisschen arbeiten hilft. Das heißt, also ich habe ein eigenes Unternehmen. Ich kümmere mich an der Stelle um Druck und Satz, mache also Gestaltung, aber ich kümmere mich auch um Schulungen. Das heißt, ich bringe Leuten was bei, die quasi etwas zu Linux werden wollen, die damit umgehen wollen, die Profis werden wollen. Und hier auf der linken Seite ist so eine Liste von Orten. Eigentlich habe ich immer gesagt, es gibt einen festen Arbeitsort oder es gibt einen Wohnort oder Standort, aber das gibt es irgendwie nicht mehr. Sondern ich bin einfach von ganz vielen unterschiedlichen Standorten unterwegs. Und das ist halt ein Teil der Liste. Aber Freiburg ist der letzte aktuelle Ort im Augenblick. Dann machen wir Wohnort. Machen wir Wohnort draus. Gut. So, ich bin auch noch ein bisschen mit dabei. Ich gehe mal ans Mikrofon. Also ich bin schon seit 2000 beschäftige ich mich mit Linux. Bin dann 2001 zu Linux-Tagen gekommen, zu Chemnitzer. Hab da erstmal ganz klein angefangen und inzwischen sponsore ich immer die ganzen Fahrten, die dort anfallen, die ganzen Transporte. Mach das Einsteigerforum, was dieses Jahr leider nicht war. Das soll aber nächstes Jahr wieder kommen. Und ansonsten mache ich in der Chemnitzer Linux User Group ein bisschen mit, halte mal Vorträge oder organisiere da ein bisschen was mit. Und dienstlich bin ich nun schon seit 24 Jahren selbstständig, Ausflugsunternehmer, kleine Reisen, große Reisen. Naja, was hier so steht. Umzüge fahren. Mietfahrten, Umzüge fahre ich gerade derzeit. Und auch viele Fahrten zu Linux-Veranstaltungen. Welche Software setzt du denn in deinem Unternehmen ein? Oh, Linux. Linux? Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ich frage ja nur. Hätte ja sein können, dass du auch andere Software benutzt. Das erklär mal. Ja, was nehme ich hauptsächlich? Vim als Editor, LaTeX als Textsatzprogramm für alle Eventualitäten. Dann den Spreadsheet Calculator, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das SC. SC nennt ja. Das. Ist aber ein textbasierter, auf N-Kurses basierender Textkalkulationsprogramm.
arbeitet natürlich wieder mit LaTeX zusammen und ist in der Bedienung ähnlich wie Vim. Das spielt alles ineinander. Und was nehme ich sonst noch? Na, so das Übliche. Webbrowser. Webbrowser. Firefox. Und, naja, so. Okay. Ein paar Kleinigkeiten. Gut. Jetzt sind ja schon ein paar Begriffe gefallen. Jetzt müssen wir irgendwie erklären, was Linux ist, oder? Genau. Ist ja eigentlich das Ziel von unserem Vortrag. So, dann fangen wir an. Was ist Linux? Ganz einfach ein Betriebssystemkern auf Unix-Basis. So sind wir fertig, können wir hingehen. Gut. Wir haben noch ein paar mehr Sachen, oder? Wir müssen das noch ein bisschen detaillierter machen. Da bist du dran. Da bin ich dran. Gut. Also wenn man sich das so überlegt, man hat einfach gesagt, okay, es ist ein Betriebssystem, Betriebssystemkern. Und am Anfang war das natürlich nicht ganz so toll gesehen. Und da kommen auch, wie gesagt, diese Sprüche da an der Stelle heraus. Unix ist das Betriebssystem der Zukunft und das schon seit 40 Jahren. Und dieser Spruch ist in dem Sinne kurios, weil vor etlichen Jahren haben das einige Hersteller gesagt und haben mittlerweile sind sie alle quasi dazu übergegangen. Also freie Komponenten finden sich mittlerweile in jedem Betriebssystem drin. Also der Spruch ist wahrscheinlich schon über 20 Jahre alt. Gut, naja. Aber es hat sich halt viel getan. Ja, ich meine, das müsste eigentlich jetzt 60 Jahre stehen. Das müssen wir dann als Bug sozusagen das müssen wir im Paketentwickler schreiben. Ja, aber wir wollten ja den alten Spruch verwenden. Genau. Und dann kommt im Endeffekt auch noch dazu, dass, wie gesagt, IBM gesagt haben soll, Hände weg von Linux, das ist Programmieren für Kommunisten. Und interessant ist in dem Sinne, dass Linux an der Stelle oder freie Software mittlerweile wirklich überall drin steckt. Und im Prinzip genau, wie Klaus das eben im Einführungsvortrag auch gesagt hat, es hat sich halt innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte, hat es einen riesen Sprung gegeben und freie Komponenten finden sich überall wieder. Und das ist gut so. Genau. So, fängst du mal an. Ja. Wie ist das Ganze entstanden? Oder wie ist diese ganze Unix-Welt entstanden? Das Ganze geht, sage ich mal, auf die 50er, 60er Jahre zurück. Und da gab es an der Stelle ein Forschungsprojekt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom MIT und an der Stelle auch von General Electric, von den Bell Labs gewesen. Und die haben gesagt, wir haben einen großen Rechnerpark, ja, also groß im wortwörtlichen Sinne. Damals groß. Ja. Und die haben gesagt, okay, wir möchten gerne ein Betriebssystem haben, was auf mehreren Rechnern läuft, was an der Stelle halt das Ganze vereinfacht. Nicht ein Betriebssystem für einen Rechner, sondern ein Betriebssystem für mehrere. Die haben ein Forschungsprojekt gestartet, dieses Forschungsprojekt hieß MultiX. Und das hat an der Stelle damals Fahrt aufgenommen. Es gab zwei Hauptentwickler. Der eine Hauptentwickler ist an der Stelle Ken Thompson. Und der andere ist Dennis Ritchie. Und die beiden sind keine ganz Unbekannten, weil die sind später auch in der Entwicklung der Programmiersprache C mit in Erscheinung getreten. Das ist nur eines von den Sachen, die sie an der Stelle mit zu verantworten haben, wo sie in die Geschichte eingegangen sind. Und das hat man hauptsächlich im universitären Bereich benutzt. Und später hat man gesagt, wir müssen es noch ein bisschen standardisieren. Daher kommt an der Stelle das System 5. Und das System 5 hat die Eigenschaft, dass es die Schnittstellen vereinfacht. Und diese Schnittstellenvereinfachung, das ist in dem Sinne was ganz Cooles, weil man dann einfach sagen kann, es gibt immer die gleichen Schnittstellen und diese Schnittstellen, die kann man ansprechen und wenn man das standardisiert hat und weiß, okay, es ist beschrieben, es ist dokumentiert, dann kann ich als Entwickler sagen, ich benutze einfach diese Schnittstelle und ich weiß, es ist da. Und das Schöne und das Tolle ist, dieses System 5 und auch diese Schnittstellen finden sich in jedem Linux oder auch jedem Unix-System auch heutzutage noch wieder. Und das macht es eben toll, macht es toll für alle, weil die Programme von damals funktionieren quasi auch heute noch. Und auch Programme von heute können noch auf die Sachen von damals zugreifen, weil die Schnittstellen die gleichen geblieben sind. Und das Schöne ist, es ist auch alles dokumentiert. Und das finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Wenn es dokumentiert ist, kann man was damit tun. So, dann mache ich mal weiter. Also einige Eigenschaften von damals in Unix und inzwischen auch die ganzen Unix-ähnlichen Betriebssysteme, wie zum Beispiel Linux, ist Multitasking, Multi-User, Netzwerkfähigkeit,
eben auf der Basis hier von der TCP-IP am Durchschleifen worden. Ja. Mein Englisch ist unterhaltsam. Unabhängig von der Hardware-Plattform, damit läuft das eben auch inzwischen auf fast allen Handys oder eben auf Laptop, auf dem Desktop, auf Servern. Auslieferung mit Entwicklerwerkzeugen, das greife ich eigentlich schon vor, das wollen wir eigentlich später erst bringen. Einfache, aber mächtige Automatisierungsfähigkeiten und vor allem die Unix-Philosophie für jede Aufgabe mindestens ein Werkzeug. Und das die Varianten sagst du mal. Ja. Also das jede Aufgabe ein Werkzeug, das ist an der Stelle, müssen Sie sich halt so vorstellen, wenn Sie in den Baumarkt gehen, dann kommen Sie mit dem Werkzeugkasten wieder und haben halt in dem Werkzeugkasten ganz verschiedene einzelne Werkzeuge. Und jedes Werkzeug aus dem Werkzeugkasten hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und das gleiche Prinzip finden Sie in einem Linux ebenfalls wieder. Sie haben also an der Stelle verschiedene Werkzeuge und Sie können jedes Werkzeug genau für eine Aufgabe benutzen. Und das Clevere ist, das ist immer die zweite Stufe, dass man sagt, wenn ich halt bestimmte Aufgaben lösen will, habe ich ein fertiges Werkzeug da. Und wenn ich komplexere Aufgaben lösen will, dann nehme ich halt mehrere Werkzeuge und kombiniere die. Und diese Kombination macht es erst möglich, dass Sie sagen können, ich kann jetzt auch wirklich komplexe Dinge, komplexe Abläufe durchführen lassen. Und diese Philosophie muss man erstmal verstehen. Wenn man aus der, sage ich mal, Windows-Welt kommt, dann ist das ein bisschen anders. Dort hat man ein Werkzeug, was alles kann, was für alles da ist. Ob es das besonders gut kann, wissen wir nicht. Aber in der Linux-Welt ist es anders. Dort hat man ein Werkzeug für eine Aufgabe und die kann es besonders gut. Dafür ist es nämlich da. Und um komplexe Aufgaben zu machen, baut man die zusammen, kombiniert man die und dann hat man halt mehrere komplexe Lösungen. Das ist am Anfang ein bisschen schwer, aber wenn Sie sich das mit dem Werkzeugkasten oder mit einem Lego-Kasten vorstellen, dann ist das genau das Gleiche. Das sind das nämlich genau diese einzelnen Bauteile, die man dort zusammenbauen kann. Und das gibt es natürlich in schon verschiedenen Varianten. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, welche Unix-Varianten es gibt. Also das SunOS gab es, das hat Sun herausgebracht. Mittlerweile gehört das zu Oracle, dann haben wir AIX von IBM, Xenix von Siemens, dann haben wir aber auch HPUX von HP und dann haben wir aber auch das macOS. Also macOS ist ebenfalls ein Unix-basiertes System, sieht man dem Betriebssystem nicht an, weil es halt eine grafische Oberfläche hat. Aber genauso, wenn Sie Ihr Telefon aus der Tasche nehmen und das benutzen, das ist ein Android, ist im Endeffekt auch ein freies Betriebssystem. Ja? Und wenn Sie mal überlegen, was in Ihrem Alltag quasi an Geräten vorhanden ist, wo ein freies Betriebssystem draufläuft, ist Ihnen vielleicht gar nicht bewusst. Aber gucken Sie sich mal an, überlegen Sie sich mal, wo Ihr Internet zu Hause herkommt. Also diese kleine Setup-Box, da läuft meistens ein Linux drauf. Wer einen großen Fernseher zu Hause hat, so ein Smart-TV, da läuft auch ein Linux drauf. Wenn Ihr Kühlschrank modern ist oder Ihre Waschmaschine, dann läuft da meistens auch ein Linux drauf. Die können sich dann unterhalten oder Ihren Kühlschrank automatisch nachfüllen. Ja, und passen Sie auf, wenn Sie Waschmaschine und Kühlschrank haben, Waschmaschine und Trockner haben, wo Linux draufläuft, kann es sein, dass Sie sich miteinander unterhalten. So, wir wollten hier nochmal zwei Begriffserklärungen einführen. Also zum einen, wir hatten ja gesagt, Linux ist eigentlich nur der Betriebssystemkern. Und das ist das Herzstück des Betriebssystems, wo die Kommunikation zwischen der Hardware und dem Benutzer geregelt wird. Also im Zweifelsfall Tastatur, Bildschirm, Lautsprecher, Mikrofon und Ähnliches. Und das Zweite ist, was ist ein Betriebssystem? Das ist eine Sammlung von Kern, Werkzeugen, Bibliotheken und Software um das ganze Grundsystem herum. Also wir haben halt verschiedene Komponenten, ja, und das muss man halt zusammenbauen. So, fängst du mal wieder an. Genau, jetzt müssen wir überlegen, es gibt eine ganze Menge Personen, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, es kommen wir zu den Menschen mit den vielen Haaren im Gesicht. Und die eine Person, die da eine sehr große Rolle gespielt hat, oder ja, eine der Personen ist Richard Stallman. Richard Stallman war sozusagen Vorsitzender der Free Software Foundation
Und er hat als allererstes das GNU-System sich überlegt, also im Endeffekt gesagt, okay, wir müssen Software verfügbar machen, hat das an der Stelle mitgeholfen, das zu definieren. Und sein Anlass war folgendes, ein ganz profanes Ding, er hat den Drucker gehabt, der Drucker hat einen Druckertreiber gehabt und der Drucker hat nicht funktioniert. Und er hatte gesagt, wenn ich den Quellcode für den Druckertreiber hätte, dann hätte ich als Hacker mir den Quellcode hergenommen und das Ding repariert und dann hätte ich drucken können. Und das war dann im Endeffekt sein Anlass zu sagen, also ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss das zur Verfügung stellen und damit ich also produktiv arbeiten kann. Und er hat das GNU-Projekt mit gegründet und muss man sich vorstellen, wir gehen halt mal 30 Jahre zurück. Ja, 30, 35 Jahre zurück. Das heißt also, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends gab es eine Reihe von Werkzeugen, die waren an der Stelle schon, sag ich mal, programmiert. Und wir haben ja vorhin gesagt, das System 5 hat die einzelnen Schnittstellen bereitgestellt. Die Schnittstellenbeschreibungen waren konstant und sie waren dokumentiert. Und das hat eben die Möglichkeit gegeben, diese Werkzeuge nachzubauen und quasi als freie Software zur Verfügung zu stellen. Ja? Und da kommen wir eben genau dahin, diese einzelnen Werkzeuge waren quasi schon da. Und die waren unter der GPL gestellt, da kommen wir später nochmal dazu. Mhm. Jetzt kommen mehr Leute ins Spiel. Der da oben steht, der da oben zu sehen ist, ist Andrew Tannenbaum. Und Andrew Tannenbaum war Professor an einer niederländischen Universität und er hat Betriebssysteme unterrichtet. Und für seine Studenten hat er Folgendes gemacht, damit sie das verstehen, hat er ein Lehrbetriebssystem bereitgestellt. Dieses Lehrbetriebssystem hat er Minix genannt. Das ist im Endeffekt ein minimales Unix, ein kleines. Und die Studenten fanden das toll, haben damit herumgespielt. Und er hat natürlich gesagt, okay, wir wollen einfach damit nur zeigen, dass es geht. Und einer seiner Benutzer war ein gewisser Linus Torvalds. Und Linus Torvalds hat an der Stelle gesagt, das ist cool, das probiere ich aus. Und wie das mit Entwicklern und Hackern und Studenten so ist, die probieren das aus und kommen irgendwann an Grenzen. Und er hat sich dann überlegt, naja, also wenn ich da an Grenzen komme, kann ich das irgendwie erweitern, sodass man es wirklich benutzen kann. Und da sind die beiden sich so ein bisschen ins Gehege gekommen. Der Professor war der Meinung, das ist gut so, das hat einen bestimmten Einsatzzweck, dafür ist es da. Und Linus Torvalds hat dann gemeint, naja, dann benutze ich das halt als Basis und baue mein eigenes drumherum. Ja, also er hat sich an der Stelle überlegt und hat dann gesagt, okay, dann baue ich halt mein eigenes Betriebssystem. Erster Linie hat er den Kern gebaut. Genau, und das war ihm am Anfang ja überhaupt noch nicht klar und hat dann erstmal das Minix als Grundlage genommen und hat daraus sozusagen ein Linux-Kernel gebaut. Und die Tragweite der ganzen Geschichte ist ihm quasi erst später bewusst geworden. Genau. Es war im Endeffekt eigentlich nur gedacht, damit er herausbekommen kann, was kann meine Hardware, was kann ich mit dem überhaupt alles machen. Ja? War ja damals auch nicht so einfach dokumentiert. Hier haben wir gleich noch die Motivation. Also er wollte ein eigenes System haben, Spaß an der Freude und bis an die Grenzen der Hardware, hast du schon gesagt. Und kein kommerzieller Hintergrund. Er wollte nicht von irgendwelchen Zahlungen abhängig sein. Und das führte dann dazu, dass später der Kernel unter die GPL gestellt wurde und damit auch die Weiterentwicklung in einer großen Entwicklergemeinde ermöglicht wurde. Ja. Und das ist dieses sogenannte Copyleft. Weitergabe und Kopieren ist ausdrücklich erwünscht. Und jeder kann eben die Software, wenn er es kann, erweitern, verändern. Und die neue muss aber wieder unter die GPL gestellt werden. Und die Idee, das unter GPL zu stellen, war halt ein sehr mutiger Schritt. Er hat sich halt damals auch überlegt, jetzt habe ich Software, jetzt habe ich die bereitgestellt, die macht was. Muss ich dafür Geld nehmen? Wie mache ich das überhaupt? Und er hat sich halt bei den Ideen von Richard Stallman und dem GNU-Projekt bedient und hat an der Stelle eben auch gesagt, okay, das ist cool, das passt. Und damit ist das Projekt oder das, was ich gemacht habe, für jeden einfach verfügbar. Und die Leute, die es ausprobiert haben, die haben an der Stelle natürlich auch gesagt,
möchtest du dafür Geld haben? Du hast eine Arbeit reingesteckt. Und er hat gesagt, nein, ich möchte kein Geld haben. Aber ihr könnt euch auf eine andere Art und Weise bedanken. Jeder, der es benutzt, möge mir doch bitte eine Postkarte schreiben. Und am Anfang waren das halt wenige Postkarten. Und er hat irgendwie zu dem Zeitpunkt mit seiner Schwester zusammen gewohnt. Und seine Schwester hat sich dann gewundert, dass dann immer mehr Postkarten kamen. Und irgendwann ist es ihr gedämmert und hat gesagt, na, vielleicht macht der große Bruder doch irgendwas Tolles. Ja, und mittlerweile hat sich das eingependelt, aber ich fand diese Idee, einfach quasi als Dankeschön einfach eine Postkarte zu haben, fand die Idee einfach klasse. Ja, so simpel. Ja, und hat quasi auch auf diesen ganzen geldlichen Teil komplett verzichtet und einfach sagt, ja, ich mache das, weil ich das will, und wer Danke sagen will, sagt somit Danke. Ja. So, jetzt haben wir den Stand. Der Linus Torvalds hat den Kernel entwickelt. Der Richard Stallman mit seinem GNU-Projekt hat die ganzen Werkzeuge dazu entwickelt. Und dann haben sie es im Endeffekt zusammengeführt. Genau. Und da kommen genau die Sachen zustande. Da kommen wir jetzt also das GNU-System. Wir haben das Linux, wir haben den Linux-Kernel, wir haben das Gesamtsystem. Und das sind ganz viele Leute, die quasi darauf abfahren und sagen, das ist toll, das ist prima, und da will ich mitmachen. Und das ist natürlich, wenn man sich das so vorstellt, das ist genau wie Klaus das vorhin gerade gesagt hat, bis zu 3 Leuten funktioniert ein Projekt problemlos und ab 3 Leuten gibt es Ärger. Und das muss man irgendwie koordinieren. Und um da es gibt ein Buch, das heißt... diese ganzen Querelen rauszubekommen. Es gibt ein Buch, das heißt Katzenhüten. Und Katzenhüten, dieses Buch beschreibt, wie man mit verschiedenen Entwicklern umgeht. Weil Entwickler verhalten sich wie Katzen. Manchmal liegen sie einfach an der Ecke und tun nichts, denken aber nach. Und dann sind sie ganz aktiv und dann kommen sie auch, wann sie wollen. Passt schon. So, und diese Aufgabe, diesen ganzen Quellcode zusammenzutragen, dass die einzelnen Projekte, mit den einzelnen Softwareteile miteinander überhaupt funktionieren, das ist eine unheimliche Koordinationsaufgabe. Und da kommen jetzt an der Stelle die sogenannten Distributoren. Die kommen jetzt ins Spiel. Ins Spiel. Und da muss man sich halt so vorstellen, das ist einfach ein Koordinator, um es mal einfach auszudrücken, der nimmt verschiedene Softwarepakete und guckt, stellt sicher, dass die einzelnen Softwarepakete zusammenpassen und zusammen funktionieren. Und das ist halt Anfang der 90er Jahre dann passiert. Und da kommen dann diese kleinen Distributionen zustande. Oh. Eines der ersten, die im allgemeinen Einsatz waren, war die SUSE-Distribution hier in Deutschland, weil die kam aus Nürnberg damals, glaube ich. Ja. Inzwischen sind die auch verschiedene Wege gegangen, weil die SUSE ist halt eine Firma, die das zusammengestellt hat. Und die haben mit dem Verkauf der Zusammenstellung Geld verdient. Und inzwischen hat sich das OpenSUSE-Projekt gebildet, was der nicht kommerzielle Teil ist. Und die anderen heißen ja SUSE, wie heißen die auch? Die heißen SUSE Enterprise oder so. Ja, es gibt auch ein SUSE Enterprise. Ja, also die entwickeln das kommerziell weiter und tun hauptsächlich Server und ähnliches bedienen. Genau. Und das, was wir hier halt sehen, es gibt... Es gab am Anfang vielleicht, sagen wir mal, 10 Distributionen ungefähr. Ja, vielleicht. Ja. Na, am Anfang gab es eine. Am Anfang gab es eine, ist ja ganz klar. Okay. Also das ist dann immer größer geworden, wenn man heute stöbert. Wie viel hat man? 600 Distributionen? Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand zählt. Ja, es gibt auch so einen Distributionsgrafen, also so einen Baum, wo man sehen kann, welche Distribution hängt von wem ab. Und wo wir den Vortrag zum ersten Mal gehalten haben, konnten wir das noch auf dem Bildschirm darstellen. Mittlerweile passt es nicht mehr drauf, weil das einfach viel zu viele sind. Ja? Und da haben wir gleich 2 Hauptakteure. Das ist nämlich einmal Debian. Das kommen wir später auch nochmal hin. Das ist das komplett freie Projekt. Und das andere ist Red Hat. Und eines der Hauptunterscheidungsmerkmale sind die unterschiedlichen Paketierungssysteme. Weil Debian hat ja dieses Depp-Format, ja. Und Red Hat hat das RPM-Format. Ja. Natürlich braucht man für die ganze Geschichte auch noch ein Maskottchen.
Und da kommt nämlich dieser Pinguin da zum Tragen. Und das hat man sich überlegt, was wählt man für Software für ein Maskottchen? Ja, und die Leute, was macht man da am besten? Also hat man haben Videos gefragt, ja? Es gab einen Wettbewerb und aus diesem Wettbewerb ist dann dieser Pinguin hervorgegangen und dieser Pinguin hat halt so ein bisschen tropfenförmige Form. Also im Prinzip so eine Form, die Entwickler über die Zeit annehmen, weil sie halt, und die Idee, die da quasi... Und Entenfüße. Ja, ich weiß nicht, ob Entwickler Entenfüße kriegen, aber die Idee dahinter war einfach etwas Schönes zu haben, wo man sich, also der erstens glücklich und zufrieden ist, der gut genährt ist, ja, und der auch wirklich, sag ich mal, der auch annehmbar an der Stelle ist. Und der hier zu sehen ist, der ist ungefähr 1,20 groß, der passt perfekt auf den Beifahrersitz. Ja, hat schon auf meinem Beifahrersitz gesessen. Und also wer mal viel Spaß haben möchte, der sollte mit so einem Tux einfach mal Zug fahren. Ja, das gibt lustige Momente. Also lohnt sich auf jeden Fall. Oder andere Reisen tun. Experten hätten wir hier. Du hast ja gedacht, ja, sagst du zufrieden, gut genährt und zum Knüdeln. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal zu Softwarelizenzen. Jetzt geht es an die rechtliche Seite. Genau. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist überhaupt eine Softwarelizenz? Und eine Softwarelizenz beschreibt ja an der Stelle oder gewährt oder beschränkt Benutzungsrechte. Das heißt also, sie legt an der Stelle fest, was darf man damit tun. Die meisten Softwarelizenzen sind so geschrieben, dass sie verbieten, was man damit tun kann. Bei freier Software ist es anders. Da steht mehr oder weniger drin, man darf das komplett verbreiten. Sie sind ja dafür da. Sie sind ausgerechnet, zumindest bei der GPL ist es ausgezeichnet gefordert, dass es für alle Funktionen verwendet werden darf. Genau, und das Ziel dahinter ist, die Software soll stets für alle und auch für die Zukunft zur Verfügung stehen. Die soll also nicht einfach so verschwinden, sondern die soll halt einfach soll gewährleistet sein, dass diese Software stets und immer zur Verfügung steht. So, die Freiheit. Vier Stück. Wie gesagt, das Programm soll für jeden Zweck nutzbar sein. Jeder kann es nutzen, für was er will. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel die israelische Armee das auch nutzt, Linux. Jeder, wenn er es kann, darf das Programm verstehen oder wie das Programm funktioniert, wie man auf seine Ansprüche anpassen kann. Man darf Kopien weiterverbreiten, sodass man dem Nächsten weiterhelfen kann. Und das Programm zu verbessern und die Verbesserung allen zur Verfügung zu stellen, ist ein großes Ziel von hauptsächlich GNU-Software. Es gibt auch noch andere freie Software und freie Lizenzen. Die haben aber teilweise ein kleines bisschen andere Prämissen in Lizenzen. Ja, es gibt einige, die sagen an der Stelle, die Software ist komplett frei und jeder darf tun und lassen, was er will. Oder die schränken das noch ein bisschen stärker ein. Es gibt Unterschiede. Das eine darf halt kommerziell verwendet werden und das andere darf nicht. Und da muss man sich quasi durch den Lizenzdschungel ein bisschen durcharbeiten. Ja, hier ein paar Beispiele. Genau. Aber wie gesagt, da muss man sich durch den Lizenzdschungel, muss man sich das angucken und kann dann sagen, was passt am besten. So, jetzt kommen wir nochmal auf die GNU-GPL zu sprechen. Eine Besonderheit ist, dass veröffentlichte Veränderungen müssen wieder unter die GPL lizenziert werden. Und das hat den Vorteil, dass man kann das im Prinzip nicht verkaufen. Es ist immer wieder frei verfügbar. Und wie der Klaus vorhin schon gesagt hat, man kann eben nur das Geld nehmen für die Sachen, die man bereitstellt. Wenn man ein Buch dazu bereitstellt oder für die CDs, DVDs, USB-Sticks oder ähnliches. Ja, das Copyleft-Prinzip, wir hatten weiter vorne schon mal das C verkehrt rumgestellt, weil das ist genau das, was das Copyright sonst macht.
Das ist nämlich genau das, wo er es hier entgegengesetzt alles macht. Mhm. Ideen dahinter. Programmcode der Software muss für alle zugänglich sein. Jeder kann den Programmcode lesen, bearbeiten, verwenden. Und jeder kann die Programme nach seinen Wünschen anpassen. Mhm. Und das, man muss es wieder zur Verfügung stellen. Vor vielen, vielen Jahren waren wir mal in Wien zum Linux-Wochen. Da hat es einer gesagt, was wir eigentlich alle kennen, aber wir sind uns nie so richtig bewusst geworden, dass das eigentlich auch freie Software ist. Das sind Kochrezepte. Wenn ich die Nachbarin frage, wie hast du das Essen gekocht, dann wird die nicht sagen, da musst du erstmal hier 10 Euro auf den Tisch legen. Vorher sage ich ja nicht, sondern normalerweise wird das frei weitergegeben werden. Und die Nachbarin kann dann mit dem Kochrezept auch machen, was sie will. Die kann eben noch Erdbeeren dazu holen, wenn sie gerne will. Und oder bestimmte Gewürze. Oder bestimmte Gewürze. Und genauso ähnlich spielt es bei Kinderspielen ab. Jeder macht doch eine Erfindung dazu, auch bei Kartenspielen und Ähnlichem. Und bei wissenschaftlichen Arbeiten waren die fast alle frei. Inzwischen ist bei vielen Arbeiten sind unter Verschluss geraten. Ja. Leider. Weil das wissenschaftliche Arbeiten wäre schon besser, wenn sie frei miteinander kommunizieren würden. So, da haben wir hier mal ein paar Beispiele. Fickst du mal wieder ein. Genau, wenn wir uns das anschauen, das, was wir vielleicht alle kennen oder was Sie vielleicht auch alle kennen, das ist das Wikipedia-Projekt. Das heißt also, es wird das Wissen wird zusammengetragen und auf einem Wiki-Seite bereitgestellt. Was weniger Leute kennen, ist an der Stelle das Wikimedia. Wikimedia sammelt halt quasi keinen Text, sondern es sammelt Bilder und Audiodaten. Und damit kann man eben auch, sage ich mal, Bilder verteilen. Man kann eben auch sehen, welche Bilder sind frei, kann sie frei nutzen. Und was ich sehr, sehr gerne nutze, ist das OpenStreetMap-Projekt. Das OpenStreetMap-Projekt sind einfach freie Kartendaten. Und diese freien Kartendaten gibt es halt nicht nur für den Desktop, sondern die gibt es auch für Ihr Android-Handy. Und dann heißt es nämlich OSMAND, OpenStreetMap für Android. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wo Sie quasi Kartennavigation auf Ihrem Handy benutzen können, ohne dass Sie Internetzugang brauchen. Das haben Sie dann Offline-Kommunikation. Macht sich besonders gut, wenn Sie im Ausland unterwegs sind. Sie laden sich die Karte vorher runter, sehen an der Stelle, wo Sie vielleicht langfahren müssen. Und wenn Ihr Mobilfunktarif oder Ihr Anbieter so nett ist und Sie an der Grenze dann informiert, dass Ihr Tarif sich nach der Grenze erheblich ändert, haben Sie die Navigation auf Ihrem Telefon, brauchen keinen Netzzugang und können damit relativ frei arbeiten und können damit unterwegs sein. Und das ist, man darf ja mal, Google Maps kennt fast jeder, aber inzwischen ist es soweit, dass sie sich gegenseitig austauschen. OpenStreetMap verwendet teilweise die Satellitendaten von Google und auch umgedreht. Also wenn man in OpenStreetMap was einträgt, dann kommen auch teilweise Daten wieder bei Google mit rein. Ja. Also die arbeiten eng zusammen. Ja. Das Schöne an OpenStreetMap ist, Sie können mitmachen. Wenn Sie also zum Beispiel bei der Landkarte feststellen, der Briefkasten, der vorher auf der Straßenseite war, ist auf die andere Straßenseite gezogen, dann können Sie im Prinzip sagen, okay, ich trage das in der Karte nach. Und damit können Sie direkt Einfluss nehmen und können an der Stelle diese Kartendaten verändern, sodass sie auf dem aktuellen Stand sind. Bei Google Maps dauert das zum Beispiel deutlich länger. Ja, das sind halt diese Wartungs- und Änderungszyklen. Auch freie Strecken eingeben. Zum Beispiel, ich habe heute eine Wanderung gemacht von da nach da. Mhm. Und da kann man die einzelnen Punkte beschreiben, die man dort getroffen hat. Und die kann man dann entsprechend in die Karte übertragen. Mhm. So, also wir hatten ja schon gesagt, Linux im umgangssprachlichen Sinne ist mehr als nur der Betriebssystemkern. Deshalb haben wir nicht nach dem ersten Satz aufgehört. Sind umgangssprachlich die Werkzeuge und Bibliotheken ringsherum und in der Erweiterung alle Programme, die unter Linux laufen. Und das sind nun wirklich inzwischen sehr, sehr viele. Also ich weiß nicht, wie viele Debian-Pakete es gibt inzwischen.
Ich war, glaube ich, mal bei, ich habe mal bei 60.000 gezählt. Ja, irgend sowas. Das dürfen Sie bis morgen auswendig lernen. Welche das alle sind? Ja. Die Blechstahl gekühlt? Ja. Die ersten 20 werden morgen abgebraucht. Ja, die Distribution macht ihr wieder? Es gibt unterschiedliche Distributionen. Man kann es sich so vorstellen, wie bei Kochrezepten sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen, sind Zusammenstellungen. Unterschiedliche Kochbücher vielleicht. Unterschiedliche Kochbücher, ja. Und wir haben hier wirklich bloß eine kleine Auswahl aufgezählt. Und das sind halt die ältesten Distributionen. Mit dabei. Genau. Das Knoblings haben wir auch mit aufgeführt. Klaus wird sich freuen. Ja. Ach, der Klaus sitzt auch da. Ja, siehst du? Und jetzt können, wir mal zu den Sachen kommen. Das ist immer so eine Sache, was ist denn der Unterschied zwischen den Distributionen? Wir haben es mal für Debian und Ubuntu zusammengestellt. Die Idee hinter Debian ist, es ist ein komplett freies System. Es stehen keine kommerziellen Interessen dahinter. Und die ganze Sache bleibt frei. Das heißt also, es ist komplett verfügbar. Sie müssen nichts dafür bezahlen. Es ist da. Ubuntu hingegen macht die ganze Sache ein bisschen anders. Ubuntu sagt, wir bauen eine Distribution, die für Einsteiger gedacht ist. Und in meinen Linux-Kursen mache ich das so. Ich sage den Teilnehmern, wir fangen erstmal an mit Ubuntu zu spielen. Und wenn wir das durchgespielt haben, nehmen wir das Richtige und machen bei Debian weiter. Ja, weil dann wissen alle an der Stelle, was sie vor sich haben. Und Debian gibt es nicht so häufig Veröffentlichungen, gibt ungefähr alle 2 oder 3 Jahre eine. Ist es halt fertig, wenn es fertig ist. Und bei Ubuntu gibt es einen festen Veröffentlichungszyklus, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und dann kann man sich eben überlegen, was man haben möchte. Ein kleiner Nachteil bei Ubuntu ist, oder auch Vorteil, ganz wie man sieht, als Einsteiger, es gibt meist für jede Arbeit nur ein Programm zur Verfügung. Aber auch in Ubuntu kann man aus dem Debian Reservoir Programme nachladen und kann eben das Programm, was eben der Nachbar empfohlen hat oder ähnliches, kann man dann auch nachladen. Mhm. Und in Debian sind fast alle Programme drin. Außer man hat extrem kommerziell entwickelte Programme, da hat man in Debian leichte Probleme. Ja, aber das hat sich mittlerweile auch wieder geändert, das dreht sich gerade. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal noch das andere an. Ich wollte aber dazu noch was sagen. Dann sag mal. Wo wir uns kennengelernt haben, war der liebe Frank ein heißer Mandriva-Verfechter. Und ich bin von SUSE auf Debian umgestiegen. Und inzwischen machen wir beide nur noch Debian, weil irgendwie das Mandriva ist ein bisschen eingeschlafen. Es ist gestorben. Ja, fast gestorben. Und wir sind beide zu Debian zurückgekehrt. Ich kann mich erinnern, wir haben noch irgendwie einen Vortrag gemacht. Mandriva gegen Debian. Das ist schon länger her. Ja. Aber es war schön. Mhm. Aber Debian hat einfach, es funktioniert halt einfach. Naja. Na. So, jetzt haben wir nochmal den Gegenüberstellung von Red Hat und CentOS. Also Red Hat ist sozusagen der zweite große Zweig. Das heißt also, das ist quasi kommerzielles Produkt, was aber freie Software vertreibt als Distribution, hat einen freien Bestandteil, das nennt sich Fedora. Das ist dann immer so die Experimentierplattform und das, was in der Experimentierplattform läuft, wandert nach einem gewissen Zeitraum ins Red Hat rein und wandert dann in die kommerzielle Variante. Und dann gibt es an der Stelle noch das CentOS. Das CentOS ist ein Zwischending und die Idee dahinter ist, dass man eine freie Distribution hat, die quasi für kommerzielle Sachen explizit gedacht ist. Das habe ich in meinem Archiv gefunden. Das ist auch wirklich schon einige Jahre alt. Genau, also so sah Software früher aus. Ich weiß nicht, ob die doch immer noch Versionsnummern haben, aber 6.2 sind sie wahrscheinlich nicht mehr. Das ist das erste Red Hat, was ich in der Hand hatte. Ich hatte am Anfang schon ein bisschen gesorgt für die ganzen gewerblichen Abrechnungen. WIM, SC und ähnliches. Und ansonsten nehmen wir es eigentlich für alles. Für alle Fälle im Alltag. Ja. Internet, Netzwerk, Musik hören, Filmbescheid, Fernsehen. Genau, wir nutzen alles damit. Tux ist auch manchmal unterwegs.
Ja? Also ich bin mit dem Großen unterwegs gewesen und auch mit dem Kleinen. Das war der Kleine? Das war der Kleine, genau. Der passte da genau in die Stelle rein. Also, der sah französisch aus. Das ist richtig, da war ich auf dem Weg zu dem französischen Linux-Tag in Montpellier. Entweder in Montpellier oder in Bordeaux, ich weiß es nicht mehr. In Montpellier war ich auch. Da waren wir beide. Mhm. So ein Zufall. Ha, und jetzt kommt die versprochenen Plätzchen. Es ist schon eine Weile her, vor 2005 haben wir in meiner Küche Pinguinplätzchen gebacken und haben die dann auf Weihnachtsmarkt als Werbung mit einer Postkarte für die Lieblingsdore verteilt. Die sind sehr gut angekommen auf Weihnachtsmarkt. Die ganzen Bäckerstände haben uns die Linux-Tüten abgenommen. Die haben die so verteilt. Und es war eine tolle Werbeaktion. Und hier sind wir gerade beim Großblick-Bäckerei. Genau. Und das war an der Stelle ziemlich cool. Wie viel waren wir? Zu viert? In der Küche? Zu viert waren wir. Und hinterher gab es noch einen kleinen Muck als Belohnungsfilm. Ja. Aber das war schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Damit sind wir am Ende unseres Vortrags. Ja, wir sind nicht am Ende. Aber wir sind am Ende vom Vortrag. Na, vom Vortrag sind wir. Gut. Aber sonst sind wir noch nicht am Ende. Hoffen wir. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen. Welche Fragen haben Sie keine denn? Keine fragwürdige Frage. Da. Wie ist das jetzt, wenn jetzt der Bildschirm auch mal bei der Betriebssystem, da gibt es ja verschiedene, wie heißt das? Windows-Fenster. Das Plasma zum Beispiel, also Windows, was ist eigentlich der richtige Unterschied zu den Dingen? Ja, das ist, der Hauptunterschied sind die Bibliotheken, die dahinter stehen. Mit welchen Bibliotheken das entwickelt wurde. Das ist das eine und die Funktionalität. Und die Funktionalität, die haben jeder ein bisschen andere Funktionalitäten und ein bisschen anderes Aussehen. Genau. Das eine ist halt für ein bisschen schlankere Hardware und das andere ist halt für größere Hardware gedacht. Das eine hat halt ein Begrüßungsvideo und das andere hat einfach nur einen Farbscreen. Und es gibt sogar welche, die haben nur Textzeile. Ohne. Das ist korrekt. Aber vielleicht kann Klaus dazu was sagen. Hat das Ariadne etwas, wo es nur eine Textbedienung hat? Das ist ein Benutzerinterface, was ganz ohne Grafik auskommt, also auch ohne Maus und ohne Bildschirm. Ja, das wäre dann ein alternatives Interface für Menschen, die nicht sehen können. Es gibt aber auch grafische Oberflächen, die für Sehbehinderte geeignet sind, die dann mit Vergrößerung, mit Lupenfunktionen, mit Sprachausgabe auf dem grafischen Desktop arbeiten. Das zeige ich auch nachher. Das ist aber gleich Vorschau zum nächsten Programmpunkt. Genau. Ich hätte auch noch eine Frage. Erstmal der Herr ist ja. Ich habe früher auf Microsoft Foundation Classes programmiert, also C++. Mhm. Das hat eine hervorragende Entwicklungsumgebung. Das heißt, ich musste mich nicht nur mit diesem komischen, sage ich jetzt, Weg rumschlagen. Gibt es sowas auch für Linux? Bist du mir für, wo ich denke, ja. Ja, das gibt es. Also es gibt, also sagen wir es mal so, es gibt einen gewissen Religionskrieg. Es gibt einerseits diese Pure-Fraktion, die an der Stelle sagt, ich will einen Texteditor haben und eine Shell und baue mir das alles zusammen. Und es gibt die Gegenseite, die sagt, ich möchte gern eine, sag ich mal, Entwicklungsumgebung mit ganz vielen Knöpfen haben. Also es gibt diverse Texteditoren, diverse Tools, diverse Entwicklungsumgebungen, die Ihnen genau das bieten. Ich müsste es aber im Endeffekt auch raussuchen, weil... Eclipse. Ja, Eclipse wäre eine Variante. Ja, das ist ja umfangreich. Ich nehme es mal für Java. Dieses Qt oder wie das heißt? Ja, Qt. Also Qt ist ja quasi eine Bibliothek wie die MFCs mit grafischen Elementen. Und da gibt es von denen, die diese Qt rausgeben, auch Entwicklungsumgebungen dafür, die ähnlich funktionieren. Qt-Develop. Ja, genau. Qt-Develop. Also man kann mit dem Qt Development Kit auch reines C++ programmieren, wenn ich mich richtig sehe. Aber es gibt tatsächlich ziemlich viele. Ich gehöre halt zu der Fraktion, die nicht verwenden. Gucken, was einem gefällt. Ja.
aus von hier? Ja. Also es kommt immer darauf an, welche Programmiersprachen man programmieren möchte. Das zieht mich aus. Das, also dieses Weg, ich komme auch so einfach die Sachen mit dem Weg schon, aber da gibt es 1021 gefunden, solche Schalter oder wie sie sich nennen, und da bin ich dann im Wald. Da schalte ich mich dann nicht mehr aus. Ja. Also da bin ich auch selber weitersuchen. Weil wo ich angefangen habe mit Computern, haben wir auch mit Maschinencode programmiert. Ja, da ist der Text nicht so besser. Wirklich mit Textzahlen programmiert. Na gut. So, der Karl hatte noch eine Frage. Warum ich angefangen habe. Ja, meine Frage geht in eine ganz abstruse Richtung. Es gibt ja Leute, die haben ihr Lieblings-Windows-Programm und können nicht darauf verzichten. Ja, aber da gibt es auch die wunderbare Lösung. Ja, es gibt natürlich auch Open-Source-Windows-Programme. Ich selber bin ein großer Fan von diesen, womit man diese Fraktale zeichnen kann. Das gibt es auch als Open-Source und das lasse ich unter Linux mit Wine laufen. Ich darf von eurer Seite Erfahrungswerte oder Empfehlungen oder Empfehlungen nicht zu tun. Also, in erster Linie würde ich eine virtuelle Maschine aufsetzen. Um Gottes Willen, das ist sicher Windows-System. Naja, aber das ist doch eine Lösung. Weiter. Ich habe am Anfang mit Dualboot gearbeitet. Okay. Ich bin eigentlich ein Fan davon, keine Windows-Lösung, sondern das Wine ist ja ein Open-Source-Windows-API, ja, wo keine proprietäre Software von Windows drin ist. Ich habe das Programm mal andersrum gesehen. Da hatte ich mal einen Vortrag von Kenneth Tarino-Zorn. Der hat Linux in einem Windows-Programm gemacht. Ja, dieses Microsoft Subsystem. Bei Windows PC ist auch. Das, ja. Ja. Also es gibt in alle Richtungen. Ja. Also man kann das in diese Richtung kombinieren. Man kann eine virtuelle Umgebung aufsetzen. Man kann aber auch ein Emulator-Programm verwenden. Das simuliert eine andere Betriebssystem, eine andere Umgebung drumherum. Ja, also diese Möglichkeit hätten wir an der Stelle auch noch. Da gibt es noch eine Frage. Ja. Welchen Browser benutzen Sie denn? Ich habe die ganze Zeit Firefox genutzt. Und ich bin mittlerweile zum Chromium übergegangen. Haben Sie eine Empfehlung für einen Browser ohne Google? Nur Firefox. Firefox. Ja, aber da steht in diesem About Config eine ganze Menge mit irgendwie Firefox und Google. Und ja, dann muss man das an der Stelle eben austragen, muss man es eben passend konfigurieren. Das können wir ja. Ja, aber das ist nach jedem Update wieder da. Oder nach jedem zweiten. Das müssen wir uns dann genauer. Ich kann jetzt ganz gehässig sein und nehmen Sie hier E-Links oder irgend sowas. Das ist ein Textbrowser. Das ist aber sehr gewöhnungsbedürftig, vorschlagen. Das ist nicht so richtig bunt. Das ist nur wenig bunt. Das ist der Notfallbrowser. Das ist der Notfallbrowser, aber der geht natürlich auch. E-Links, der nur auf der Text. Aber ja, hattest du nicht vor, was die Sache von Brave? Es ging um den Vollbrowser, ist der vollständig ist, oder? Ein Browser ohne Google. Ein Browser ohne Google. Ganz garantiert. Source Code von Google bzw. von Google mitbenutzt, aber ohne Google eigene Bestandteile wäre zum Beispiel Brave. Okay. Ja, also wie das englische Wort für brav. Den mag ich im Moment sehr, weil der zeigt mir auf der Startseite an, wie viel Lebenszeit ich schon gespart habe, dass ich diese viele Werbung nicht angezeigt bekomme. Oh, das ist cool. Ja, ist auch sehr schnell und ist halt ein Konkurrenzprodukt zum Google-Browser, obwohl er kompatibel ist, weil er die Open-Source-Engine verwendet, die auch in dem Google-Browser drin ist, aber halt ohne die Google-eigenen Erweiterungen. Danke. Es gibt nur noch etliche kleinere Projekte, aber die haben alle meist irgendwelche Nachteile, weil sie bei bestimmten Sachen nicht funktionieren, zum Beispiel JavaScript und sowas. Es gibt den Midori, aber da fehlt mir noch zu viel technisches Wissen, um den dann richtig einstellen zu können. Ja, aber es gibt auch ganz einfache Sachen. Einfach mal im Debian-Repository gucken, unter Browser, das findet man alles. Okay.
Okay. Eine tragbare Lösung für Sie wäre vielleicht auch der Libre-Wolf, also der Firefox ohne diese ganzen Plugins und so, den ganzen Kram. Weil alles, was, wenn Sie Google komplett entfernen wollen, dann werden Sie immer viel Spaß haben. Ja, das weiß ich schon. Ja, okay, dann sagen wir danke und jetzt machen wir Platz für den nächsten Vortrag.